Kapitel 3 der Vorlesung Information Retrieval. Indexing. Invertierter Index. Im Zentrum der meisten Methoden des Information Retrieval steht die Term-Dokument-Matrix. Die Term-Dokument-Matrix wird durch die Terme der Terminologie eines Index und alle zu indizierenden Dokumente aufgespannt. Diese Matrix bildet die formale Grundlage für die Retrieval-Modellierung einerseits und andererseits ist sie das, was mit der Datenstruktur invertierter Index im Computer repräsentiert wird, um Retrieval-Modelle effizient zu implementieren. Die Einträge der Zellen der Matrix sind Gegenstand intensiver Forschung. Betrachten wir beispielhaft die fünf Shakespeare-Stücke Antony und Cleopatra, Julius Caesar, The Tempest, Hamlet und Othello als Dokumente D1 bis D5. Und darüber hinaus die fünf ausgewählten Terme T1 bis T5, Antony, Brutus, Caesar, Calpurnia und Cleopatra. Die Terme werden an den Zeilen und die Dokumente an den Spaltenvektoren der Term-Dokumenten-Matrix abgetragen. Die wohl einfachste Variante, die Zellen der Matrix zu belegen, ist, zu prüfen, welcher Term in welchem Dokument vorkommt und dementsprechend einen Wahrheitswert in jede Zeile zu schreiben, wobei eine 1 kodiert, dass der fragliche Term im jeweiligen Dokument vorkommt und eine 0, dass das nicht der Fall ist. Im Beispiel betrachten wir zunächst das Dokument D1, Antony and Cleopatra, und den Term T1, Antony. Der Term kommt schon im Titel des Dokuments vor und ist demzufolge im Dokument enthalten. Wir tragen daher gemäß den Indizes des betrachteten Dokuments D1 und Terms T1 in der Zelle mit den Koordinaten erste Zeile und erste Spalte eine 1 ein. Term T2 kommt ebenfalls im Dokument vor, in Zelle 2.1, also der Zelle mit den Koordinaten zweite Zeile, erste Spalte, wird daher auch eine 1 eingetragen. Das gleiche gilt für Term 3, sodass in Zelle 3.1 auch eine 1 eingetragen wird. Term T4 kommt nicht im Dokument D1 vor, sodass in Zelle 4.1 eine 0 eingetragen wird. Der Term T5, Cleopatra, kommt wieder in Dokument D1 vor, sodass in Zelle 5.1 eine 1 eingetragen wird. Damit ist die erste Spalte der Term-Dokument-Matrix, die das erste Dokument repräsentiert, für die betrachteten Terme ausgefüllt. Fortgesetzt für die Dokumente D2 bis D5 entstehen unterschiedliche Belegungen der jeweiligen Zellen, je nachdem, welches Dokument welchen Term enthält. Mit dieser Belegung der Term-Dokument-Matrix können wir einfache Fragen beantworten. Zum Beispiel, welche Dokumente enthalten den Term Brutus? Hier genügt ein Blick in die Zeile des Terms T2. Alle Dokumente, die diesen Term enthalten, haben in der Zeile T2 eine 1 eingetragen, was auf die Dokumente D1, D2 und D4 zutrifft. Welche Dokumente enthalten die Terme Brutus und Caesar? Dokumente D1, D2 und D4 enthalten Brutus, wie wir schon wissen. Ein Blick in die Zeile des Terms T3 verrät, dass Dokumente D1, D2, D4 und D5 den Term Caesar enthalten. Beide Terme sind nur in der Schnittmenge der beiden Dokumentenmengen zu finden, also den Dokumenten D1, D2 und D4. Betrachtet man die Zeilen als Bitfolgen, wobei jedes Bit für ein Dokument steht, kann diese Frage auch durch die Unverknüpfung der beiden Bitfolgen beantwortet werden, denn es verbleiben im Ergebnis nur die Bits auf 1 gesetzt, deren korrespondierenden Dokumente beide Terme enthalten. Welche Dokumente enthalten Antony oder Caesar und nicht Calpurnia? Gemäß der Beantwortung der vorigen Frage können einfach die Bitfolgen der Zeilen T1 und T3 oder verknüpft und dann mit der Negation der Bitfolge für Term T4 und verknüpft werden. Antony oder Caesar tauchen in Dokumenten D1, D2, D4 und D5 auf. Da jedoch Calpurnia auch in Dokument D2 auftaucht, zählt dieses Dokument nicht zur Antwort auf die Frage. In welchen Dokumenten spielen Antony oder Caesar eine wichtige Rolle? Diese Frage
lässt sich allein mit dieser Matrix nicht beantworten. Wir können den Zellen lediglich entnehmen, ob die jeweiligen Terme im Dokument vorkommen, jedoch nicht, wie wichtig sie für die jeweiligen Dokumente sind. Es ist anzunehmen, dass die Namen wichtiger Personen häufig in den jeweiligen Dokumenten vorkommen, da sie häufig zu Wort kommen bzw. häufig über sie gesprochen wird. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir also zunächst zählen, wie oft ein Term im jeweiligen Dokument vorkommt. Hier das Dokument Antony and Cleopatra. Der Term Antony wird 382 Mal im Dokument verwendet. Der Term Caesar wird 289 Mal im Dokument verwendet. Statt also in die Matrix einzutragen, ob ein Term im jeweiligen Dokument vorkommt oder nicht, können wir auch eintragen, wie häufig jeder Term vorkommt. Die Verteilung der Häufigkeiten der Terme ist nicht einheitlich. In manchen Dokumenten kommen die jeweiligen Terme hunderte Male vor, in anderen nur vereinzelt. Mit Hilfe dieser Matrix können wir die Frage, in welchen Dokumenten Antony oder Caesar eine wichtige Rolle spielen, beantworten. Die Häufigkeiten, mit denen die verschiedenen Terme in den Dokumenten vorkommen, geben darüber Aufschluss. Auch wenn nicht eindeutig ist, bei welcher exakten Häufigkeit der Verwendung eines Namens man die Grenze zwischen wichtig und unwichtig ziehen würde, bei den vorliegenden Dokumenten sind die dreistelligen Häufigkeiten eher wichtige Rollen zuzuordnen und die zwei- oder einstelligen eher unwichtigen Rollen. Antony spielt demzufolge in beiden Dokumenten D1 Antony und Cleopatra und D2 Julius Caesar eine wichtige Rolle und wird sonst nirgends genannt. Caesar spielt in denselben Dokumenten D1 und D2 ebenfalls eine wichtige Rolle. In den Dokumenten D4 Hamlet und D5 Othello wird Caesar jedoch nur ein- oder zweimal genannt und spielt damit in diesen Dokumenten keine wichtige Rolle. Im Allgemeinen kann die Häufigkeit, mit der ein Term in einem Dokument verwendet wird, Aufschluss darüber geben, wie wichtig der Term für das Dokument ist. Die Häufigkeit eines Terms allein ist aber nicht hinreichend. Es werden die Häufigkeiten anderer, ähnlicher Dokumente zum Vergleich benötigt, um die Wichtigkeit einzuschätzen. Auch die Längenunterschiede der Dokumente, die wir hier nicht weiter berücksichtigt haben, spielen eine Rolle. All diese Erwägungen und noch weitere können geschickt mit einbezogen werden, um Wichtungen für jede Paarung aus Termen und Dokumenten zu bestimmen, die es erlauben, Fragen zu beantworten, die die Kenntnis der Wichtigkeit der Terme für ein Dokument voraussetzen. Die Bestimmung von gut für das Retrieval geeigneten Termgewichten war und ist einer der zentralen Gegenstände der Forschung in Information Retrieval. Zahlreiche Modelle wurden bislang vorgeschlagen, um Termgewichte zu errechnen. Im Allgemeinen berechnen Sie für jede Paarung aus einem Term TI und einem Dokument DJ aus der Terminologie Groß T bzw. in den Dokumenten Groß D ein Gewicht WEJ für alle möglichen Werte für I und J. Dabei unterscheiden wir den Teil der Berechnung eines Termgewichts, der unabhängig von Anfragen, und den Teil, der nur in Kenntnis einer Anfrage berechnet werden kann. Erstere Berechnungen geschehen offline, also bevor die erste Anfrage eintrifft. Die Ergebnisse werden gespeichert. Letztere Berechnungen geschehen online, also zu der Zeit, in der eine Anfrage Q beantwortet werden soll. Um eine Anfrage zu beantworten, werden die vorab berechneten Werte der Termdokumentmatrix herangezogen. Die Größe der Termdokumentmatrix entspricht der Multiplikation der Größe der Terminologie Groß T und der Dokumentkollektion Groß D. In der Praxis dürfen wir hier von bis zu Milliarden Dokumenten und Millionen Termen ausgehen. Selbst für kleine Anwendungen übersteigt der nötige Platzaufwand, die vollständige Matrix zu erzeugen, schnell den vorhandenen Speicher eines Rechners. Darüber hinaus sind die meisten Gewichte der Matrix 0. Das ist selbst dann der Fall, wenn wir berücksichtigen, dass manche Terme, die nicht in einem Dokument vorkommen, trotzdem wichtig für das Dokument sein können. Zum Beispiel Synonyme von im Dokument vorkommenden Termen. Eine Matrix, die diese Charakteristik aufweist, wird dünn besetzt genannt, im Englischen sparse.
Durch eine geeignete Kodierung der Matrix kann der unnötige Platz für die vollständige Matrix gespart werden. Und die Datenstruktur, die hierfür eingesetzt wird, wird invertierter Index genannt. Ein invertierter Index implementiert eine sogenannte Multimap. Das ist eine Hash-Tabelle, bei der, anders als bei einer herkömmlichen Hash-Tabelle, jeder Schlüssel auf eine beliebig große Menge von Werten gleichen Typs abgebildet werden kann. Die Schlüsselmenge ist die Terminologie T des Indexes. Die Menge der möglichen Werte entspricht den von 0 verschiedenen Zellen der Termdokumentmatrix, wobei jede Zelle mit 2 Werten kodiert wird, einer Referenz zum Dokument, auf das sich das Termgewicht bezieht, und das Termgewicht selbst. In Anlehnung an die Begriffswelt der Bibliothekswissenschaften bzw. der Buchführung wird ein solcher Eintrag im Index auch Posting genannt. Gemeint waren ursprünglich die Einträge in einem Register, wie einem Kartenkatalog, zur Indizierung von Büchern in einer Bibliothek. Die Liste der Postings für einen Term, auch Postingliste oder Postliste genannt, kann verschieden lang sein, je nachdem, in wie vielen Dokumenten der Term auftaucht. Ein Index passt üblicherweise nicht in den Hauptspeicher einer einzelnen Maschine, sodass von einer externen Implementierung ausgegangen werden muss. Die Komponenten einer solchen Implementierung sind üblicherweise die folgenden: die Terminologiedatei, die Postingsdateien, die vordefinierte Struktur der Postings. Die Terminologiedatei ist eine normale, externalisierte Hash-Tabelle, die die Strings der Terme aus der Terminologie auf die Startposition, das heißt die Byte-Position, ihrer jeweiligen Postlisten in den Postings-Dateien abbildet. Die Postings-Dateien enthalten alle Postings. Die Repräsentation von Postlisten in den Postings-Dateien kann als verkettete Liste erfolgen, wobei jedes Posting auf seinen Nachfolger verweist. Auf diese Weise kann der Index leicht dynamisch erweitert werden. Bei statischen Indexen kann der zusätzliche Speicheraufwand für Zeiger gespart werden und einfach alle Postings derselben Postliste hintereinander geschrieben werden. Wobei die Länge der Postliste gegebenenfalls in der Terminologiedatei oder aber auch in dem ersten Posting abgespeichert werden kann. Die Struktur der Postings selbst enthält die Referenz zum Dokument, auf das sich das Posting bezieht, und gegebenenfalls noch weitere Einträge. Bei der Benutzung eines Index sind folgende Designentscheidungen zu treffen: welche Informationen in einem Posting gespeichert werden und in welcher Reihenfolge die Postings einer Postliste gespeichert werden. Darüber hinaus können gezielt Kodierungs- und Kompressionstechniken in Abhängigkeit von den Informationen, die in Postings gespeichert werden, eingesetzt werden. Ein Posting für einen Term T und ein Dokument D kann die folgenden Informationen enthalten. Verpflichtend ist die Angabe des Dokuments D, auf das sich das Posting bezieht. Hier genügt eine Referenz auf das Dokument, zum Beispiel in Form eines eindeutigen Identifikators. Optional können ein oder mehrere Termgewichte im Posting gespeichert werden, wie beispielsweise die Termhäufigkeit im Dokument. Häufig werden nur grundlegende Termgewichte gespeichert und davon abgeleitete Gewichte im laufenden Betrieb bei Zugriff auf das Posting neu berechnet. Das erlaubt es, dass Retrieval-Modelle, deren Berechnung auf grundlegenden Termgewichten basieren, im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, ohne dass zunächst neu indiziert werden muss. Optional können auch die Positionen des Terms im Dokument im Posting hinterlegt werden, also an welchen Stellen der Tokensequenz des Dokuments der Term auftaucht. Auch können hier abstraktere Informationen über die Position des Terms hinterlegt werden, zum Beispiel, ob er sich im Titel des Dokuments befindet, ob er zur Liste der Autorinnen und Autoren gehört oder ob er in der Introduction vorkommt. Je nachdem, wie die Postings-Datei implementiert ist, kann die Länge der Liste im ersten Eintrag einer Postliste hinterlegt werden. Was kann man an der Länge einer Postliste ablesen? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Die Länge der Postliste entspricht der Zahl der Dokumente, die den Term mindestens einmal enthalten, bzw. für die der Term wichtig ist. Man spricht hier von der sogenannten Dokumenthäufigkeit des Terms bezüglich der indizierten Kollektion D. Da Postlisten sehr lang sein können,
kann der wahlfreie Zugriff auf die Einträge der Liste dadurch beschleunigt werden, dass sie nicht einfach als verkettete Liste, sondern als Skip-Liste implementiert werden. Eine Skip-Liste erlaubt das Überspringen von Eintreten einer verketteten Liste, indem manche Einträge mit Verweisen auf nicht direkt verlinkte Nachfolger der Liste versehen werden. Bei Erreichen eines solchen Eintrags kann entschieden werden, ob der direkte nächste Nachbar oder aber ein späterer Nachfolger besucht wird, abhängig von einem Entscheidungskriterium. Mithilfe von Skip-Listen wird der wahlfreie Zugriff in logarithmischer Zeit der Dokumenthäufigkeit ermöglicht. Postings, die über Skip-Pointer verfügen, werden je nach verwendeter Methode zufällig oder gleichmäßig über die Postliste verteilt, wobei für hohe Effektivität in etwa die Wurzel der Dokumenthäufigkeit viele Einträge mit Skip-Pointern ausgestattet werden sollten. Bei einer Array-basierten Implementierung der Postings-Datei sind Skip-Listen nicht unbedingt nötig, da hier mit binärer Suche gearbeitet werden kann. Betrachten wir als Beispiel einen hypothetischen Index, in dem für die Terme TI und TJ jeweils eine Postliste gespeichert ist. Jedes Posting speichert einen Dokument-Identifier als ersten Eintrag und die Termhäufigkeit des Terms im Dokument als einfaches Termgewicht. Die jeweils ersten Postings der beiden Postlisten speichern zusätzlich die Länge der Postliste, orangenes Quadrat, und Einträge für Skip-Pointer, grüne Quadrate. Der Einfachheit halber werden hier keine konkreten Zahlen für die Länge genannt und die möglichen Ziele für der Skip-Pointer nicht explizit gezeigt. Wir nehmen hier im Beispiel einfach an, dass wir in jedem Posting, das Skip-Pointer enthält, Verweise vorfinden, die auf die nachfolgenden Postings mit Skip-Pointern verweisen. Die Sortierung der Postlisten ist eine wichtige Designentscheidung, da sie beeinflusst, auf welche Weise Anfragen beantwortet werden können, beziehungsweise was der effizienteste Algorithmus zur Beantwortung von Anfragen ist. Die einfachste Variante ist, Dokumente anhand ihrer Identifikatoren zu sortieren. Die Sortierung sorgt im gesamten Index für eine konsistente Ordnung von Dokumenten. Man kann sich darauf verlassen, dass die relative Ordnung zweier Dokumente in allen Postlisten dieselbe ist. Diese Eigenschaft wird zur Retrieval-Zeit ausgenutzt, um Dokumente in den Postlisten zu überspringen. Mit dieser Sortierung hat man allerdings wenig Kontrolle darüber, welche Dokumente wo im Index stehen. Insbesondere werden allgemein qualitativ hochwertige Dokumente zufällig im Index verteilt, sodass man im Schlimmstfall immer die gesamten Postlisten durchgehen muss, um alle hochqualitativen Dokumente, die eine Anfrage beantworten, zu identifizieren und als Suchergebnis zurückliefern zu können. Eine Lösung, dafür zu sorgen, dass qualitativ hochwertige Dokumente weiter vorn in der Postliste stehen und trotzdem die Eigenschaft, dass Dokumente indexweit kanonisch sortiert sind, aufrechtzuerhalten, besteht darin, die Dokumentidentifikatoren so zu vergeben, dass hochwertige Dokumente nach vorne sortiert werden. Das erlaubt es, bei der Verarbeitung von Anfragen früher aufzuhören, sobald genug relevante Dokumente gefunden wurden. Natürlich bedarf es für diese Strategie an Methoden, die die Qualität an Dokumenten einschätzen helfen. Eine andere Alternative besteht darin, die Dokumente statt nach ihrem Identifikator nach ihrer Termgewichtung zu sortieren. Auf diese Weise stehen in jeder Postliste die Dokumente vorn, für die der jeweilige Term wichtig ist. Allerdings ist dann die Eigenschaft einer kanonischen Sortierung der Dokumente im gesamten Index nicht mehr erfüllt. Die Sortierung von Dokumenten nach Wichtigkeit eines Terms entspricht nicht notwendigerweise der Sortierung der Dokumente für einen anderen Term. Auch mit dieser Sortierung besteht die Möglichkeit, die Verarbeitung einer Anfrage frühzeitig abzubrechen und approximativ gute Ergebnisse zu erhalten. Maßnahmen wie Skip-Listen sind mit dieser Sortierung jedoch nutzlos. Die einzusetzende Sortierung hängt mitunter von der Art der Anfragen ab, die man von Nutzerinnen und Nutzern erwartet. Je nachdem ist es sogar sinnvoll, mehr als einen Index mit verschiedenen Eigenschaften parallel zu betreiben. Die Größe eines Index im Speicher wächst im Allgemeinen asymptotisch linear mit der Größe der zu indizierenden Dokumentkollektion D. Um Speicherplatz einzusparen, gibt es spezialisierte, verlustfreie Kompressionsverfahren, die Postlisten komprimieren.